Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt immer schön sportlich fair. Ihr habt abgestimmt in der Infokarte in der letzten Folge, dass wir die Videoansicht oder die Kameras auf Übertragung haben. Das habe ich jetzt für alle neuen Partien umgesetzt. Ansonsten am Montag geht es schon weiter mit dem DFB-Pokal. Jetzt aber erstmal nochmal Bundesliga, 20. Spieltag. Los geht es mit Hertha gegen Schalke. Viel Spaß dabei und danke fürs Reinschalten. Am Freitagabend empfängt Hertha BSC den FC Schalke 04. Und bei der Hertha lief es zuletzt besser. Man wollte ja auch gegen Schalke gut reinstarten. Siebte Spielminute, der erste Torschuss direkt gar nicht mal so verkehrt. Marius Wolf versucht das Ganze aus etwas über 20 Metern. Schubert, der heute wieder ran durfte, fischt den aber aus dem Eck. Bei Gelsenkirchen war es nicht so gut. Da verlor man ja mit 5:0 gegen die Bayern. Da wollten sie heute ein anderes Gesicht zeigen, ein deutlich besseres. Und dann kamen sie auch gut rein hier in der Hauptstadt. Und Šipka legt zu Gregoritsch. Jastein nach 18 Minuten das erste Mal so richtig gefordert. Schöner Spielzug der dunkel gekleideten Gäste. Jastein geht ran. Fraglich, ob er da überhaupt ran hätte müssen. Aber aus dem Eckball resultierte nichts. Schalke aber mauserte sich weiter hier zur dominanten Mannschaft. Und Šipka mit dem Ballgewinn. Amine Harit hat da ziemlich viel Platz, legt drüber. Doch Mittelstädt ist in letzter Sekunde noch dazwischen, verhindert, dass das hier ganz gefährlich wird. Jastein bedankt sich und fischt den raus. Knappe halbe Stunde gespielt, Eckstoß für die Hertha. Dann endlich mal wieder eine Möglichkeit, Marco Grujic, der es hier versucht, doch von Matondo noch ausreichend gehindert wird. Somit keine wirkliche Gefahr. Nur wenige Minuten später. Der FC Schalke mit einer guten Seitenverlagerung. Und Šipka holt sich die Pille noch. Sehr dazu Gregoritsch. Genialer Pass zu Matondo. Der steht völlig frei. Und in der 35. Minute macht er das 1:0. Kein Abseits. Gutes Auge von Gregoritsch. So frei darf Ravi Matondo da aber eigentlich nicht stehen. Dann ist Jastein im Eck. Kommt aber nicht mehr ran. Der Ball ist dann zu platziert geschossen. 35 Minuten waren da von der Uhr. Die restlichen 10 Minuten im ersten Abschnitt passierte dann nichts mehr. So ging es mit dem 0:1 in die Pause und auch in den Beginn der zweiten Hälfte. Der FC Schalke 04 wollte gerne ein Nachlegen. Und Matondo, der jetzt Selbstvertrauen bekommen hatte, versucht es hier mal aus der zweiten Reihe. Doch Jastein fischt den weg. Weiterhin die Gäste richtig stark. Kenny, der rechte Verteidiger, geht hier gut durch, spielt dann in die Mitte. Harit mit der Chance. Kann hier auf 2:0 erhöhen. Wird dann etwas zu kurz die Distanz zu Jastein. Der hat Glück, dass er da mit dem Knie noch rankommt. Hertha hatte Probleme, sich reinzufinden in die Partie nach dem Rückstand. Im zweiten Durchgang dann lange Zeit nichts zu sehen. Jetzt vielleicht mal Wolf. Schöner Dropkick, 75. Minute, doch Schubert zeigt, dass er heute mit Recht auch wieder aufgestellt wurde. Holt sich hier wieder ein bisschen Power zurück. Die letzte gute Möglichkeit gab es dann nochmal aus einer Standardsituation. Marius Wolf! Der geht ganz knapp vorbei und hätte den Ausgleich verdient gehabt. Die Spielanteile waren recht gleichmäßig verteilt, doch Schalke hatte den einen einzigen Moment, wo sie zuschlagen konnten. Mehr. Und so gewinnen sie hier zum Auftakt des 20. Spieltags in der Hauptstadt mit 1:0. Der FC Augsburg empfängt den SV Werder Bremen und beide Teams laufen nicht gerade rund in dieser Serie, vor allem aber Werder Bremen. Da muss man sich fast Sorgen machen. 0:3 zuletzt gegen Hoffenheim. Hier fanden sie ganz gut rein. Vierte Spielminute, die erste Möglichkeit. Şahin mit dem Abschluss, kein Problem für Kubek. Aber auch Augsburg zuletzt enttäuschten sie ja in Berlin beim ersten FC Union.
Nun bekam sie auch die erste Chance. Ein zu einfacher Treffer aus Sicht von Werder Bremen. André Hahn in der 7. Spielminute steht da völlig frei. Da stimmt die Zuordnung überhaupt nicht. Toprak, Moisander da in der Innenverteidigung können nur noch hinterher schauen. Schlechte Phase bei Bremen, richtig guter Schwung bei den Fuggerstädtern. Hahn legt rüber, Khedira zurück zu Hahn. Und so stand es nach gerade mal 13 Minuten 2:0 und beim SV Werder Bremen läuten wieder die Alarmglocken. Die schlechteste Verteidigung der Liga zeigt hier zu Recht, dass sie diesen Titel trägt. Etwas über eine halbe Stunde gespielt, dann mal eine Standardsituation für die Gäste. Şahin tritt den rein und Yuya Osako steigt am höchsten. Plötzlich nur noch 2:1. Die erste Torchance. Die Hoffnung war zurückgekehrt. Osako steigt da hoch. Kubek ist aus dieser Distanz dann nicht mehr rechtzeitig in der Reaktion drin und kann nur noch das Nachsehen haben. Der FC Augsburg ließ sich davon aber nicht groß beeinträchtigen und spielte weiter mutig nach vorne. Khedira aus 16 Metern, der es mal versucht, setzt den Schuss etwas zu hoch an, sodass der über den Kasten von Pavlenka hinweggeht. Es war aber immer noch nicht Pause. Der SV Werder Bremen zeigte sich dann auch noch einmal aktiv nach vorne. Klaassen zu Rashica, Şahin zurück zu Milot, Rashica und der Ausgleich noch im ersten Durchgang. Vierte Minute der Nachspielzeit, 2:2, eine unglaubliche Partie, die nach 45 Minuten schon 4 Tore gesehen hatte. Super Abschluss ins linke Eck, da kommt Kubek nicht mehr ran. Also nichts mehr zu sehen von diesem frühen Rückstand beim SV Werder Bremen, die tanken dann mehr und mehr Selbstvertrauen, vor allem spätestens nach dem 2:1 fühlten sie sich hier der Partie auch zugehörig. Es wurde aber dann im zweiten Durchgang wieder stärker, was der FC Augsburg macht. Der Niederlechner bekommt den Ball hier nochmal zurückgelegt. Vargas auch nochmal raus zu Philipp Max. Da ist Rani Khedira, der sich ja schon in der ersten Hälfte mit einem Schuss aus dieser Distanz versucht hatte. Jetzt ist es eine bessere Rückgabe für Pavlenka. Eine Partie, die nicht aussah wie zwei Abstiegskandidaten. Zumindest nach vorne immer wieder gute Situation von beiden. Aber in der Defensive zeigten sie dann wiederum auch Schwächen. Man muss ja sagen, der FC Augsburg auch beim letzten Heimspiel 5 Gegentore gegen den BVB. Das kam ja auch nicht von irgendwoher. Der anschließende Eckstoß. Bitoncourt zieht in den Strafraum ein und dann wird er von Udokai relativ stumpf von hinten umgerempelt, gibt natürlich Elfmeter. Klaassen mit der Möglichkeit, hier die Nerven zu bewahren. Klaassen gegen Kubek. Hat Aluminiumglück. Platziert er auf der anderen Seite, kann man ihn dann auch nicht schießen. Dennoch war das eine ganz schöne Zitterpartie. Der FC Augsburg also aktuell mit leeren Händen hier im eigenen Stadion. Doch André Hahn hatte nochmal was dagegen. 77. Minute, Dreierpack André Hahn. Das hätte er sich sicherlich auch nicht mehr erträumt. Schlägt hierzu, schießt das Ausgleichstor und besiegelt das Ende in einer verrückten Partie. 6 Tore gleichmäßig verteilt. Unter dem Strich hatte dann keine Mannschaft auch verdient zu verlieren, weil sie alles gaben. Aber mit einem Punkt müssten sie dann irgendwie auch leben können. Fortuna Düsseldorf ist mittlerweile tatsächlich auf dem 18. Tabellenrang angelangt. Frankfurt, da zeigt die Kurve wieder nach oben. 2 Siege in Folge in Sinsheim und dann zu Hause gegen Leipzig. Das war erstmal ein Ausrufezeichen. Gegen die Fortuna mussten sie aufpassen, nicht früh in Rückstand zu geraten, weil Kevin Stöger heute mal wieder in der Startelf nach langer Verletzungspause die erste gute Chance hatte. Hier Kevin Trapp testet im kurzen Eck. Der Ball hätte gepasst, doch Trapp ist schnell genug unten und fischt den raus, bald zurecht. Die Faust. Viel war nicht zu sehen nach vorne, von beiden Mannschaften nicht, wenn waren es Nadelstiche der Gastgeber.
Suttner legt nochmal raus, wieder zu Kevin Stöger. Ähnliche Schussposition. Die Parade diesmal noch etwas besser, weil der Winkel nicht mehr so spitz war. Doch wieder Kevin Trapp, der hier was gegen den Rückstand hatte. Da konnte Frankfurt dankbar sein, dass sie den hinten drin hatten. Ansonsten hätten sie es schon zurückliegen können, vielleicht sogar liegen müssen, denn nach vorne ging von der Eintracht eigentlich überhaupt nichts. Vielleicht mal eine Standardsituation. 50. Spielminute, Philipp Kostic legt sich die Pille ganz bewusst zurecht, drischt den in die Mitte, Hinteregger verlängert und da ist Timmy Chandler, der zum 1:0 trifft. Und das per Kopf. Dieses Kunststück ist ihm schon in Sinsheim gegen Hoffenheim gelungen zum 2:1 Siegtreffer. Und auch hier tritt er wieder als Kopfballtorschütze in Erscheinung. Das ist ein ziemliches Wunder. Düsseldorf die bessere Mannschaft, aber nun in Rückstand. Tommy treibt an über die linke Seite, bringt die Flanke, die Kevin Trapp aber gerade so noch entwerten kann. Fischt den da sicher runter, bekommt da zwar Stürmerdruck, doch hält ihn trotzdem sicher fest. Die Zeit wurde jetzt knapper und Frankfurt kam immer wieder über Standardsituationen zu mehr oder weniger gefährlichen Möglichkeiten. David Abraham steigt hier ganz gut hoch, visiert das kurze Eck an, trifft dann aber nur das Außennetz. Die Zeit wurde jetzt deutlich knapper für Düsseldorf. Keine Viertelstunde mehr zu spielen. Zimmermann über die rechte Seite. Sehr gute Hereingabe. Alfredo Morales bekommt auch den Kopfball in der Mitte. Doch einfach ist damit nicht umzugehen. Dementsprechend geht er dann auch weit vorbei. Doch Düsseldorf bewies Moral und bekam nochmal eine Chance, die absolute Schlussphase. Sobotka, Suttner und Hennings, der richtig stark durchsteckt zu Kevin Stöger, das darf nicht wahr sein. 88. Minute, zumindest das 1:1 zu erzielen, wäre hier möglich gewesen und es wäre verdient. Aber so bleibt es beim knappen 0:1. Düsseldorf muss sich an die eigene Nase fassen, die Chancen nicht verwandelt zu haben. Aber Frankfurt war einfach durch Chandler eiskalt. Die Saison der Hoffenheimer ist ganz schwer einzuschätzen. Da wechseln sich überzeugende, überragende Siege mit katastrophalen Niederlagen ab. Zuletzt 3:0 in Bremen gewonnen. Das war dann wieder mal ein reifer Auftritt. Doch die erste Chance hier hatte Leverkusen in Person von Kevin Volland. Der stach dann direkt mal zu. 5. Spielminute, das 1:0. Für die Gäste sicher verwandelt, keine Chance für Philipp Pentke, aber wie offen Hoffenheim da stand, das war auch wieder in Frage zu stellen. 20 Minuten knapp von der Uhr, nun Kramaric, der da Grilic sieht, der völlig frei steht. Sinkgraven ist viel zu spät am Mann, nach 21 Minuten stand es dann 1:1. Eine Partie, die jetzt schon turbulent war und noch einiges zu bieten haben sollte. Radetzky ist hier ohne Chance. Nun wieder viel Platz für Hoffenheim. Kader Rabeck alleine vor Radetzky hat viel Zeit zu überlegen, vielleicht zu viel Zeit. Dennoch ändert nichts daran, dass das der Treffer sein muss. 29. Minute, einfaches Spiel dann für Radetzky, der natürlich lange stehen bleibt. Anschließender Eckstoß, der fliegt da irgendwie durch den Strafraum. Baumgartlinger legt unfreiwillig auf für Sagis Adamian. Der trifft zum 2:1. Partie gedreht, Radetzky hat nur das Nachsehen. Da sehen wir Adamian, der genau richtig steht, den Kopf noch hinhält, bisschen Druck drauf setzt, dann ist da nichts mehr zu halten. Hoffenheim macht jetzt gnadenlos weiter. Zuber zieht in den Strafraum ein, legt zurück zu Kramaric und der hat einen perfekten Flachschuss auf Lager. 3:1 für die TSG. Unfassbar, was diese Partie hier allein im ersten Durchgang schon zu bieten hatte. Und das war immer noch nicht das letzte Highlight. Nun wieder Leverkusen. Sinkgraven
Baumgartlinger und Demirbay mit dem 3:2 Anschlusstreffer. Auch ein sehenswertes Tor. 42 Minuten hier gerade mal von der Uhr. Und Leverkusen war plötzlich wieder im Geschäft. Da ist gar nichts zu halten. Dann war tatsächlich erstmal Pause. Man musste sich erstmal erholen von diesen Treffern, die hier mehr oder weniger glücklich, schön und fantastisch zustande kam. Leverkusen drängte nun auf den Ausgleich. Diaby, Kevin Volland, sehr gut zu Bellarabi durchgesteckt. Das ist kein Abseits. Havertz bleibt aber nicht cool genug vor Philipp Pentke. Der fischt den hier ganz einfach raus. Leverkusen blieb aber dran. 68. Minute. Kai Havertz, Demirbay und Kevin Volland. 69. Minute. Wow, wow, wow. Was offensiv alles glückte, lief in der Defensive auf beiden Seiten komplett schief. Das war teilweise nicht mehr zu erklären. 3:3 und noch knapp 20 Minuten zu spielen. Dann wieder Hoffenheim. Grilic zu Kramaric. 4:3, 74. Minute. Was ist denn hier los? Die Pre-Zero Arena nicht immer voll besetzt, aber heute sind alle, die da gewesen sind, außer Rand und Band, können es nicht fassen. Der 7. Treffer in dieser Partie. Leverkusen musste nun öffnen, stand aber sowieso die ganze Zeit schon relativ offen. Rudi hatte das letzte Wort. 89. Minute, 5:3. Was für ein Samstagnachmittag. Ein tolles Tor zum Abschluss vom Mittelfeldmann. Radetzky schaut nochmal hinterher. Also wie gesagt, das war spektakulär. 8 Tore, 5:3 gewinnt Hoffenheim gegen Leverkusen. Das war defensiv, aber von beiden Seiten echt fragwürdig. Der erste FSV Mainz 05 wackelt und strauchelt weiterhin durch die Liga. Gegen Gladbach sah es lange Zeit ganz gut aus, man musste sich aber geschlagen geben. Nun gegen die Bayern, kein einfaches Unterfangen, hatte auch nie jemand behauptet. Trotzdem machten sie es hier zu Beginn doch richtig gut. 8. Minute, die erste Chance der Partie gehörte den 05ern. Riedle Baku kommt da zum Kopfball. Neuer streckt sich, sieht dann aber aus seiner Sicht glücklicherweise, dass der am Pfosten vorbeigeht. Die Bayern brauchten, um sich hier reinzufuchsen, dann Davis mal mit einer Einzelaktion. Lewandowski zu Thomas Müller. Etwas zu artistisch, wie er es hier versucht. Trotzdem, die Bayern wurden nun deutlich gefährlicher. Es folgte eine Standardsituation nach knapp 25 Minuten. Joshua Kimmich legt sich den Ball zurecht, hebt den linken Arm, was auch immer das Ganze bedeuten soll. Bringt den Ball im Endeffekt zu Goretzka, der legt für Boateng auf. Doch Jerome Boateng bekommt da keinen Druck hinter. Vor allem auch seinen Kopf nicht in richtiger Art und Weise, sodass der deutlich rübergeht. Kurz vor dem Seitenwechsel nochmal eine Chance für die Bayern, weil Mainz das Ganze hier nicht geklärt bekommt. Benjamin Pavard auf der rechten Außenbahn nimmt Müller mit. Da ist Joshua Kimmich. Robin Zentner das erste Mal so richtig gefordert. Wie angesprochen, die Bayern fanden sich richtig gut rein und hätten jetzt bis zur Pause auch sicherlich schon den Führungstreffer erzielen können. Es ging aber mit dem 0:0 erstmal in die Katakomben. Damit konnte Mainz besser leben. Für die Bayern sollte es hier auf jeden Fall am Ende zum Sieg reichen. Doch Mainz verschanzte sich nicht, spielte nicht nur auf 0:0, hatte da Nadelstiche. Saint-Just zu Robin Quaison, da fehlen die Anspielmöglichkeiten. Dann tankt er sich doch einfach mal alleine durch. Legt in der Mitte auf für Barrero. Doch die Fußstellung aus diesem Winkel ist dann zu kompliziert, als dass wirklich was Gefährliches bei rausspringen konnte. Stunde nun von der Uhr, der FC Bayern mal wieder nach vorne unterwegs. Joshua
Kimmich treibt das Ganze hier an. Goretzka zu Lewandowski, der zu Goretzka. Und das 1:0 in der 62. Der Mann, der zuletzt gegen seinen Ex-Club, den FC Schalke 04, eine überragende Partie machte, bringt hier die Bayern in Führung. Erleichterung pur bei allen Beteiligten. Bitter, logischerweise für Zentner und die Mainzer. Jetzt lief alles geschmeidiger, die Bewegungen und Passstaffetten noch flüssiger. Thomas Müller sieht dann Lewandowski, der versucht sich selber. Niakate wehrt aber ab. Nutznießer Thomas Müller in der 83. Minute macht hier alles klar. Unglücklich, Zentner ist zwar da, kommt nicht mehr rechtzeitig an den Ball. Müller spitzelt ihm den weg und erzielt die Entscheidung. Trotzdem konnte man Mainz Respekt zollen, wie sie hier auftraten. Bis zum Schluss gaben sie sich nicht auf. Mateta in der 88. nochmal mit einem Abschluss. Alles andere als gefährlich für Manuel Neuer. Doch es zeigte, dass Mainz hier gut mitkämpfte, aber am Ende die schlechtere Mannschaft war und sich mit 0:2 gegen die Bayern geschlagen geben muss. Der BVB gegen den ersten FC Union Berlin, das zweite Heimspiel für Dortmund in Folge. Gegen Köln klappte es ja mal so richtig gut. Nun wollte man hier gegen die Eisernen nachlegen. Die Eisernen logischerweise richtig gefährlich, aber vor allem in der alten Försterei. Das musste auch Dortmund im Hinspiel zu spüren bekommen. Nun hatten die Dortmunder hier die erste Möglichkeit und direkt den ersten Treffer. 7. Minute, Julian Brandt mit dem 1:0. Hakimi legt auf. Hat zu viel Platz, dann Julian Brandt auch mit zu viel Freiräumen. Wuchtet dann drauf, für Gikiewicz nichts mehr zu halten. Starker Schuss von Julian Brandt mit seinem linken Fuß. Die Dortmunder hatten hier alles im Griff. Der erste FC Union war auf die Verteidigung versteift. Das klappte weitestgehend gut, doch alles konnten sie nicht verhindern. Guerrero zu Witzel. So stand es dann 2:0 nach 25 Minuten. Der Belgier schlägt zu, gut von Guerrero gemacht. Witzel, der sich da von allen Gegenspielern frei macht. Gikiewicz kommt nur noch mit den Fingerspitzen ran, aber kann ihn nicht mehr richtig rauskratzen. Doch nun kam auch die Berliner besser ins Spiel. Wurde ja auch Zeit, Gentner zu Ingwarzen. Das ist kein Abseits gewesen und Ingwarzen bringt dann wie aus dem Nichts die Gäste wieder zurück in die Partie. Abseits wird auf der linken Seite von Piszczek aufgehoben. Und Ingwarzen bleibt dann vor Roman Bürki eiskalt und erzielt das 2:1. War immer noch nicht Pause. Der erste FC Union, tatsächlich war er auch noch nicht satt im ersten Durchgang. Kam nochmal zu einer Chance. Kroos zu Ingwarzen. Sebastian Andersson testet ein letztes Mal in den ersten 45 Minuten Roman Bürki aus der zweiten Reihe. Kein verkehrter Versuch. Dortmund musste jetzt aufpassen. So ging es erstmal mit 2:1 in die Pause. Doch was die Gäste richtig gut machten, das ließen die Dortmunder zum Ende hin etwas vermissen. Die zweite Hälfte startete aber dann ganz ähnlich. Der erste FC Union Berlin, die bessere Mannschaft. Lenz mit der Flanke, da ist Andersson. Druckvoller Kopfball, nicht leicht zu nehmen. Setzt noch etwas auf, doch zu zentral. Roman Bürki zur Stelle. Andersson hier robust gegen Witzel. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Es geht weiter nach vorne. Ingwarzen. Markus Ingwarzen hat den genialen Moment auf der Seite und erzielt in der 52. Minute das 2:2. Das war mittlerweile ohne Frage verdient. Stark, was Union machte, schwach, was der BVB präsentierte. Doch die wachten jetzt wieder auf. Die Schwarz-Gelben wussten, worum es hier geht. Der Dreier ist hier notwendig, um oben richtig dran zu bleiben. Guerrero zu Marco Reus. Von dem war hier lange Zeit nichts mehr zu sehen. 58. Minute, dann wieder mal eine gute Aktion. Gar nicht leicht zu verwerten. Trotzdem bekommt er den gefährlichen Richtung des Unioner Gehäuses. 75. Minute, fantastische Freistoßposition
für Marco Reus. 19. Spielminute. Reus tritt an und tritt den Ball zur Ekstase in den Kasten. 76. Minute, ein fantastisches Freistoßtor. Ebenso wie die Position lässt er sich das dann nicht mehr nehmen. Die gelbe Wand im Hintergrund, die war außer Rand und Band. Doch irgendwas fehlte noch beim BVB. Reus zu Haaland, der war ja auch noch da. Haaland, natürlich! Erling Haaland, 82. Minute, die Entscheidung. Das war das i-Tüpfelchen auf dieser Partie. 4:2 Union geschlagen, aber nicht auf dem Boden, sondern weiterhin mit Leidenschaft unterwegs. Bülter nochmal, der Schreck vom Hinspiel für den BVB mit der Flanke. Ingwarzen um ein Haar nochmal mit dem Anschlusstreffer. Doch dazu kam es nicht mehr. Diese tolle Partie endet mit 4:2. Union hätte auf jeden Fall auch was verdient gehabt. Doch der BVB war über die 90 Minuten gesehen die bessere Mannschaft, zieht damit verdient hier den Dreier ein. Top-Partie am Samstagabend, RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach, und Leipzig schwächelte zuletzt. Was heißt schwächeln? Sie verloren auf jeden Fall gegen Frankfurt. Darf dieser jungen Mannschaft sicherlich auch mal zugesprochen sein, aber man möchte den ersten Tabellenrang unbedingt verteidigen. Da darf man hier gegen Gladbach nicht so auftreten, wie sie hier das Ganze taten, denn Gladbach war die klar bessere Mannschaft in der ersten Viertelstunde, hatte hier eine Chance, Ball abgefälscht, aber Wendt beim Pass des Abspiels stand dann auch sein Mitspieler in der verbotenen Zone, daher keine große Aufregung. Doch was Gladbach hier machte, war richtig gut. Motiviert vom 3:1 gegen den ersten FSV Mainz. Hermann nun mit der Flanke am zweiten Pfosten. Thüram versucht sich da mit einem Kopfball aus äußerst spitzem Winkel. Erwischt aber nur das Außennetz. Leipzig hatte hier wirklich lange gebraucht, um reinzufinden. Doch dann auch der erste Akzent ihrerseits. Adams zu Leimer. Paulsen legt auch nochmal quer. Marcel Sabitzer schickt. Das sind zwar schöne Passstaffetten, doch das hier ist mal das Wichtigste. Einen Abschluss auf den Kasten von Jan Sommer zu bekommen. Der Schweizer ist da. Passt gut auf. Und mit seiner ersten Parade hält er hier auch das 0:0 erstmal fest. Der anschließende Eckstoß führt er dann auch nochmal zu einer Chance. Werner Paulsen. Doppelchance für Leipzig. Doch doppelter Sieger Jan Sommer. Überragend diese Aktion. Nach 45 Minuten war es dann doch relativ ausgeglichen, weil Leipzig richtig gut reingefunden hatte. 0:0 dann eben vor dem Beginn der zweiten Halbzeit. Keiner wollte den entscheidenden Fehler machen, denn die beiden Mannschaften wissen voneinander, das könnte dann schon die Entscheidung sein. Nun Leipzig mal nach vorne. Leimer zu Paulsen. An die Latte. War nicht mehr abgefälscht. Dennoch schwer einzuschätzen, weil der hinten runterfällt. Jan Sommer streckt sich. Hat Glück, dass der dann eben an die Latte geht. Freistoß jetzt aus dem Mittelfeld. Oskar Wendt hat da eine gute Idee, eine sehr gute Idee. Doch Patrick Herrmann verpasst es direkt abzuschließen. Der Treffer hätte gezählt, es war kein Abseits. Doch Gulaschi macht sich dann ganz groß. Die Partie wurde offener. Nun wieder Leipzig. Nkunku zu Marcel Sabitzer. 73. Minute, das 1:0. Für die Gastgeber, die Erlösung für Nagelsmann. Der Österreicher schlägt zu. Guter Schuss, nichts zu halten. Die Niederlage wollten die Gladbacher um alles in der Welt aber verhindern. Und so kamen sie jetzt in der Schlussphase nochmal zu einer guten Drangphase. Thüram zu Johnson. Ganz vernünftiger Versuch, zu leicht, aber der Ball
für Gulaschi. Die Nachspielzeit auch eigentlich schon abgelaufen, war mit 2 Minuten aber auch recht knapp bemessen. Deswegen kam hier nochmal ein bisschen was drauf. Hermann hält den Ball im Spiel. Flanke aus dem Halbfeld und da ist Nico Elvedi. 96. Spielminute, doch noch der Ausgleich. Super Flanke. Der Innenverteidiger bringt hier Gladbach zurück. 1:1 nach 90 Minuten. Damit geht Gladbach klar als moralischer Sieger hier aus dieser Spitzenpartie. Der 1. FC Köln empfängt am Sonntagnachmittag den Sportclub aus Freiburg. Bei der letzten Partie hier im Rhein-Energie-Stadion ging es 3:4 zu Ende. Die Kölner erinnern sich mit schmerzvollem Gesicht sicherlich daran. Aber wir haben jetzt andere Vorzeichen. Köln ist in letzter Zeit gut drauf, auch wenn man gegen den BVB nicht gut aussah, ist man unter dem Strich mit Gisdol doch richtig auf der vernünftigen Spur. Die Partie hier brauchte, um anzulaufen. Wir sind schon in der 35. Minute. Der 1. FC Köln, die etwas bessere Mannschaft. Freiburg auf die Defensive konzentriert. Und jetzt konnten sie da auch nichts mehr gegen machen. John Córdoba in der 35. Minute mit einem super Treffer. Haut den Ball in den Knick. Nicht zu halten für Schwolo. Der ist einfach überragend platziert. Das erste richtige Highlight führt hier also gleich zum Treffer. Köln davon richtig angestachelt. Skiri zu Marc Uth. Vernünftiger, sehr guter Pass auf Córdoba. Doppelpack des Mittelstürmers. 2:0 also für den 1. FC Köln in einer Partie, in der es lange nicht danach aussah, dass überhaupt Tore fallen könnten. Nach 45 Minuten ging es aber dank Córdoba aus Kölner Sicht mit einer Führung in die Katakomben. Der zweite Durchgang war fußballerisch nicht viel ansprechender. Nun aber wieder die Geißböcke. Córdoba diesmal mit der Flanke. Skiri ist da, wird von Schwolo aber abgewehrt, dieser Schuss. Daher gab es nur Eckstoß und kein Treffer. Den schauen wir uns nämlich auch an. Da ist Córdoba wirklich wieder richtig auffällig. Der Abschluss kommt dann von Isibue. Nicht leicht zu nehmen. Geht dann rechts vorbei. Aber viele Highlights gab es hier auch schlicht und ergreifend nicht. Das konnte man Köln als Lob aussprechen, denn sie führten hier ja. 68. Minute, Córdoba, und jetzt war alles klar. 3:0, Dreierpaar Córdoba, das war nun doch relativ heftig und deutlich in der Ausführung an der Anzeigentafel. Doch die Breisgauer konnten hier einfach keinen Fuß fassen und somit waren sie hier klar und deutlich unterlegen. Das Positive konnte man dann hervorheben. Sie gaben sich nicht komplett auf. Kwon mal aus der Distanz in der 73. Minute. Immerhin war der Versuch noch da, den Ehrentreffer zu erzielen. Und sie hatten noch eine Chance. Dazu Günther Höhler mit der Hacke zu Haberer. Petersen weitergeleitet. Höfler zu Kwon. Doch auch das 3:1 war ihnen hier nicht mehr vergönnt. Es ging mit 3:0 zu Ende. Vielleicht ein Treffer zu hoch, doch Köln war die deutlich bessere Mannschaft in einer Partie, aber auf eher unterem Bundesliga-Niveau. Der SC Paderborn hat wieder Hoffnung geschöpft. Nach der Erfolgsstory in Freiburg ist man jetzt zu Hause gegen den VfL Wolfsburg dazu angehalten, gleich nachzulegen, und sie spielten hier richtig gut auf. Srebeni zu Sabiri, abgewehrt von Castils. Doch Vasiliadis kommt aus dem Rückraum und hämmert drauf. 5. Minute, 1:0 für den SC Paderborn. Die erste Chance, das erste Tor im zweiten Versuch für Castils. Ist da gar nichts mehr zu halten. Starker Schuss von Vasiliadis und der Ball geht vom Innenpfosten dann über die Linie. Der SC Paderborn aber, wie wir hier sehen,
richtig weit offene Kontermöglichkeit für den VfL. Können Sie das hier ausnutzen? Brekalo legt ihn im Rückraum. Doch Schonlauf verhindert gegen Maximilian Arnold. Schlimmeres schmeißt sich da rein. Der Ball dann aus der Gefahrenzone entfernt. Etwas über eine halbe Stunde gespielt. Wieder mal der SC Paderborn. Sebastian Vasiliades versucht sich da diesmal mit dem linken Fuß. Zieht dann noch kurz vor Castells hoch. Und somit keine wirkliche Gefahr. Beim VfL läuft es auch momentan überhaupt nicht. Die Rückrunde ist nicht gerade gut angelaufen. Giavogi dann aber mal mit einem Schuss. 40. Minute. Leopold Zingerle haut alles rein, was er hat. Macht da richtig stark. Der Ball hätte gesessen und das auch ziemlich platziert. Aber Zingerle ist jetzt eben auf der Höhe. Nach 45 Minuten von ihm hier auch von Wout Weghorst sehr, sehr wenig bis gar nichts zu sehen. Nach der jüngsten Pleite gegen Hertha BSC war Wiedergutmachung aber eigentlich auf der Tagesordnung. Das ist Tisserand Knoche, der sich hier in Bedrängnis bringt. Vasiliades fängt den Ball einfach ab an wie Ajay zu Pröger, Sabiri zu Gerrit Holtmann. 53. Minute 2:0 für den SC Paderborn und diese individuellen Fehler wie hier von Knoche häufen sich auch. Auch Tisserand schon in der Rückrunde deutlich gepatzt. Castells ist der einem hier fast leid tun muss. Paderborn wollte gleich einen draufsetzen. Das 2:0 gerade mal so verdaut bei den Wolfsburgern, wenn überhaupt. Und nun wieder eine Angriffssituation. Holtmann gegen Castells. Schöne Parade diesmal. Kann sich endlich mal beweisen. Doch es wurde nicht viel besser. Wieder der SC Paderborn. Wieder eine Möglichkeit. Hier ist es Vasiliades. Auf den Spuren eines Doppelpacks. Die Chancen waren da. Doch der Einzige, der richtig Gegenwehr zeigte, war er hier, Kuhn Castells. Weiterhin nur der SC Paderborn. Das war gruselig, was hier vom VfL gezeigt wurde. Das hier ist Antwi Ajay, den verreißt er völlig. Aber wie viel Freiräume hier für den SC Paderborn entstehen, das ist schon wirklich nicht mehr feierlich aus Wolfsburger Sicht. Die Schlussphase fast abgelaufen. Nochmal eine Kontermöglichkeit für den SC Paderborn. Antwi Ajay spaziert da durch die gegnerische Hälfte. Knoche visualisiert, was alles beim VfL schief läuft. Der ist zwar da, aber läuft mit dem anderen Gegenspieler mit. Dann bleibt er noch stehen, spekuliert vielleicht auf Abseits, aber so darf man sich einfach nicht präsentieren. Beim VfL Wolfsburg müssten langsam mal Veränderungen her. Ansonsten wird es wirklich nicht mehr als unteres Tabellenmittelfeld. Paderborn schöpft weiter Hoffnung, gewinnt mit 3:0 und das absolut verdient. Das war eine richtig, richtig gute Leistung. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Teilweise echt kuriose Ergebnisse. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten sehen wir uns am Montag schon mit dem DFB-Pokal wieder. Ja, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und adios.